Herzlich willkommen heute zu Furchtlöscher. Niemand von uns mag ein Nein, wenn es seinen Wünschen und Plänen entgegensteht. Als Kinder war Nein das Wort, das jeden Spaß verdorben hat. Dieses Wort stellte klar, nicht ich habe das Sagen, sondern es gibt eine Autorität über mir, meine Eltern. Wenn mein Vater zu irgendwelchen Wünschen sagte, nein, und das ist mein letztes Wort, war der Traum gestorben. Ganz ehrlich, hast du schon mal zu Gott gebetet und von ihm so ein Nein bekommen? Du wolltest, dass die Ampel sich auf grün stellt, aber Gott hat ganz offensichtlich auf rot gestellt. Das ist enttäuschend. Und oft können wir mit dieser Antwort gar nicht umgehen, weil wir haben doch schon geplant, wie es gut laufen sollte. Und Gott scheint ganz offensichtlich einen anderen Plan zu haben. Und das, was mich oft in Herausforderung bringt, ist, dass Gott sein Nein manchmal gar nicht erklärt. Er geht davon aus, dass ich seine Antwort akzeptiere. Und so bleibe ich bei mir, grüble, überlege, warum er wohl Nein gesagt hat. Warum mein guter Gedanke bei ihm irgendwie nicht richtig angekommen ist. Ich hatte ein Erlebnis mit meiner Tochter. Sie war 4 Jahre alt. Wir waren beim Eisessen. Und als wir fertig sind, sagt sie zu mir, Papa, ich könnte noch ein zweites Eis gebrauchen. Und da ich vernünftig bin und weiß, was ihr gut tut oder nicht, habe ich gesagt, nein, Liebes, ich schenke dir kein zweites Eis, weil dann würde dir nur schlecht werden. Dieses 4-jährige Kind schaute mich ganz groß an, überlegte und dann sagte sie, Papa, ich habe dich trotzdem lieb. Und wir gingen nach Hause. Und plötzlich habe ich was verstanden. In der Beziehung zu Gott ist das eine Haltung, die uns tatsächlich hilft. Zu sagen, Gott, ich verstehe nicht immer, was du tust, aber ich vertraue dir. Das bedeutet, ich ordne mich dem Plan Gottes unter, weil ich ihn kenne. Weil ich weiß, Gott will am Ende immer mein Bestes. Und ich will lernen, in seinem Willen zur Ruhe zu kommen. Gott hat versprochen, nichts zuzulassen, was ich nicht tragen kann. Aber manchmal geht es mir auch wie Mutter Teresa, die gesagt hat, Herr, es wäre gut, wenn du mir nicht so viel zutrauen würdest. Aber ich entscheide mich, ich will an Gott und seiner Liebe dranbleiben. Und er geht mit mir, auch durch diese Stunden der Dunkelheit, diese Stunden der Ungewissheit, diese Stunden des Nichtverstehens. Ehrlich, wie sehr bist du dankbar dafür, dass Gott dem Gebet von Jesu, nämlich dass der Kelch des Leidens an ihm vorbeigeht, wie dankbar bist du, dass Gott dazu Nein gesagt hat? Denn dadurch wurde uns Vergebung und Erlösung geschenkt. Letztlich glaube ich, dass Gott alle Dinge an seinem Thron vorbeigehen lässt. Und er weiß, wann was für uns das Beste ist. Nicht immer werde ich eine Antwort bekommen. Als wir unser erstes Kind verloren haben, war das ein mega Schmerz. Und ja, ich weiß, ich werde dieses Kind einmal wiedersehen. Das ist ein echter Trost und eine schöne Aussicht. Aber dadurch wird nichts leichter. Ich habe mich nur einfach dazu entschieden, mich in die Arme meines liebenden Vaters zu werfen und seine Entscheidung als richtig und vertrauensvoll anzuerkennen. Wenn Gott alle Macht hat, dann will ich ihm die Erlaubnis geben, auch mein Leben in seiner Hand zu halten. Ich mag es nicht, wenn er Nein sagt zu meinen Bitten, aber ich vertraue ihm. Eins habe ich gelernt, wenn Gott zu meinen Wünschen und Bitten Nein sagt, dann möchte er letztlich, dass ich näher an sein Herz komme.
Er ist mein Vater, er ist mein Tröster. Und ich weiß, bei ihm kommt dieser Friede, kommt dieses Geliebtsein, kommt diese Sicherheit. Deshalb, wenn er Nein sagt, nutze ich das und gehe ganz nah zu ihm hin. Und dann spüre ich seine Liebe. Und dann wird mein Herz heil. Und meine Seele füllt sich neu mit dieser Gewissheit, niemand und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Das wünsche ich dir. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.